Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in einer weiteren Folge. Und wieder mit dabei ist der liebe Bad Boy LP. Ja, hallo zusammen. Und wir haben es geschafft, hier die Nacht irgendwie zu überleben, auch wenn die Bienen uns angegriffen haben und wir beide fast tot sind. Aber irgendwie leben wir dann doch noch. Aber wir sollten irgendwie schauen, dass wir, ja, was Vernünftiges finden. Haben wir irgendwie Blutbags oder irgendwie sowas? Ich meine, ich könnte eine heilende Bandage herstellen. Ja, ich könnte sogar mehr herstellen. Komm, dann gehen wir mal wieder rein da. In den Sicherheitstunnel hier. Damit die Bienen uns nicht angreifen. Dann stelle ich mal heilende Bandagen her. Das ist nicht schlecht. Ich muss einen Treffer und ich bin finito weg. Ja. Ja, das ist das schöne Biom, ist auch mega krass. Also hier kann man wirklich am Anfang nicht bleiben. Das kannst du absolut vergessen. Ja, dafür sind wir einfach zu schlecht ausgerüstet. Wir haben ja gerade erst angefangen. Und kann man später gerne mal hingehen, aber wir wollen jetzt eigentlich gucken, dass wir auch relativ schnell hier wieder wegkommen. Wir mussten ja leider hier hin, weil es Nacht war. Also Nacht wurde. Und jetzt wollen wir dann noch woanders hin. Irgendwo uns ein ruhigeres Action suchen. Hier, ich gebe dir jetzt zwei Stück. Liegen dort. Ich nehme dann sofort auch eine. Ja, eine nehme ich mir auch direkt. Zu essen und zu trinken hast du nichts, oder? Trinken habe ich zweimal Wasser, aber zu essen gar nichts. Oh, direkt die Biene hier. Die haut aber ab, oder? Kommt die wieder? Die kommt auf dich zu. Jetzt haut sie wieder ab. Muss ich nicht verstehen. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Inventar voll hier mit dem Zeug, was wir hier so haben. So, ja. Ich habe fast alles mit, dann nimmst du den restlichen Kram. Hab ich. Weiß ich, den Schlafsack lassen wir mal hier. Wir können uns einfach einen neuen machen. Hauptsache, wir haben erstmal einen Ort, wo wir irgendwie zusammen spawnen können. Und die Straße, wo war denn die Straße? Führt die denn überhaupt hier irgendwo hin? Ich würde sagen, das ist eigentlich vollkommen egal. Wir sollten Hauptsache nur hier weg, erstmal. Aber das Problem ist, dass wir keinen Hund treffen. Wir können, glaube ich, hier runter, ohne uns was zu brechen. Ich probiere es mal aus. Ich bin mal Versuchskaninchen. Ja, das geht. Dann können wir uns zumindest schon mal hier um die... Naja, die hat gar kein Interesse, getötet zu werden. Aber da ist irgendwo ein Hund. Ja. Den müssen wir auf jeden Fall ausschalten, sonst können wir nicht weglaufen. Der ist direkt an der Tür. Ja. Ich hab ihn gerade einmal getroffen. Wo rennt der denn hin? Wo ist der? Warsch mich gerade auf. Wieso rennen die denn nach da hin? Bei mir bist du schon über dem Abgrund dort. Ich glaube, die sind oben bei der Türe. Das könnte sein, ja. Jo, dann würde ich sagen, runter. Ich bin runtergesprungen. Und dann weg hier. Ah, das war... Ah, schon wieder getroffen. Die treffen mich, wenn ich laufe. Das ist echt... Einfach weiterrennen, würde ich sagen. Da ist wieder ein Hund. Mist. Und bestmöglich nicht so wie ich in die Kakteen rennen. Wieso führt die Straße hier? Ach egal, komm, wir gehen einfach weiter. Einfach hier weiter. Hauptsache weg hiervon. Weil wenn wir jetzt hier genau nach Straße schauen und so weiter, das könnte unser Tod sonst werden. Aber hier links ist ja direkt eine Straße, doch. Das ist ja praktisch. Eine Biene. Ach Mist. Renn nur in den Kakteen rein. Ja, Bienen höre ich die ganze Zeit ununterbrochen. Ja, der hört sich sehr nah an. Der ist auch da hinten über die Klippe gesprungen, also hinter dem Berg. Aber wenn wir weitergehen... Ah, ich kann nicht mehr laufen. Ich bin auch Biohazard. Dadurch ist meine Ausdauer nicht so dolle. Aber ich glaube, der kommt nicht hinterher. Doch. Ach Mist. Doch, der kommt. Ich habe das doch auf 30 Sekunden gestellt mit der...
Erinnerung, aber irgendwie bringt das gar nichts, der verfolgt uns dennoch. Die Zeit dürfte schon längst rum sein. Ich bin auch undetected, aber trotzdem. Ja, schau. Naja, oh, da ist ein Wasserturm, die sind auch neu, so wie ich das mitbekommen habe. Ich müsste mal ganz dringend einen Stein finden, damit ich mir eine Steinaxt machen kann. Ah, hier ist ein Stein. Der Hund wird sich nicht in Ruhe lassen, der ist immer noch da. Jo, den müssen wir wohl töten. Jawohl. So, ich habe auch eine Steinaxt. Fliegen echt komisch. Da sind aber auch ein paar. Supermarkt, alles gut und schön. Ist auch super zum Looten, aber ich würde sagen, jetzt momentan, weiß ich nicht, sollten wir weiterziehen. Wir sollten irgendwie was Stilleres finden, was Abgelegeneres, wo wir dann ein bisschen in Ruhe bauen können. Weil dieser Wasserturm interessiert mich gerade schon ein bisschen. Haben wir hier im Wasserturm. Ich meine, dem Wasserturm gab es in der Weststadt, in Neviskane gab es den auch schon. Kann mich aber auch irren. Oder es gab so was Ähnliches. Erinnere mich aber irgendwie gerade so ein bisschen so daran. Aber sonst haben wir jetzt gerade nichts Besonderes da. Kaffee hat die Dame dabei gehabt. Das hier ist zwar auch ein bisschen abgelegen, aber auch nicht gerade ein super Haus, gerade für den Anfang. Es wird auch bewacht. Aber das Haus kenne ich auch nicht. Zwei Etagen. Kenn ich aber auch nicht, oder? Und mal wieder durch den Dicken seinen Kopf geschossen. Ja, bei mir auch gerade. Irgendwie stimmt da was noch gewaltig nicht. Ja, das kann nicht wahr sein. Mein Bogen ist fast hinüber. Das ist nicht so gut, da muss ich mir einen neuen craften. Ja, ist klar, Bio-Ersatz. Na, immerhin hast du einen Stufenaufstieg bekommen dadurch. So, der Dicke ist auch weg. Ah, sind wir jetzt beide Biohazard. Was? Oh, der Kiescher. Ah, ich hab ein Bein. Ach, der Scheiße. Ich hab einen Splint, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, machen wir gleich noch. Oder du hast den, glaube ich. Weiß ich nicht. Machen wir gleich. Erstmal hier töten. Hinter dir ist noch einer. Das sind jetzt schon ein paar. Das sind die, die aus dem Supermarkt rausgekommen sind. Ich krieg das auch hoch. Ah, mein Bogen ist kaputt, Mist. Hinter dir! Mann, 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 ey. Hat er echt keine Ruhe? Ja, sind wir schon aus der zerstörten Stadt weg und schon der nächste Stress hier an Anmarsch. So, ich gucke jetzt mal, ob ich den Splint habe. Warum du hast den? Nein. Nicht? Nein. Ich hab den hier. Danke. So. Ach, Mann, Mann, Mann. Jetzt sind hier auch irgendwie zwei Straßen, die hier zusammenführen. Aber mich interessiert dennoch dieses Haus hier. Das habe ich noch nie so gesehen. Das scheint mir neu zu sein. Da schwimmt wohl auch was zu essen und so weiter drin. Das ist nicht schlecht. Da war... Cool, hier kann man auf jeden Fall oben drauf. Naja, wirklich sicher ist das jetzt für die Nacht nicht wirklich.
Aber es wäre eine Möglichkeit. Ach, den Bogen kann ich sowieso mal wegschmeißen. Der ist kaputt. Da muss ich mir einen neuen machen. Brauche ich denn Steine? Brauche ich auf jeden Fall. Ich habe keine Steine mehr. Nee, ich habe auch keine Steine. Steine sind ja echt das Problem. Hier ist. Sind zwar alles schöne Gebäude, alles schön und gut, aber. Bringt uns herzlich wenig. Es ist auf jeden Fall. Pass auf! Wow! Es ist auf jeden Fall kein Gebäude hier, wo ich sagen würde, gut, hier würde ich bauen. Nee, absolut nicht. Da kommt noch einer. Mist, ich bin gerade am Reparieren, meine Waffe am Reparieren. Muss mir auch mal einen machen, wenn ich das kann. Ja, ich habe diese Stacheldraht, das Stacheldrahtding habe ich gefunden. Bodenklapp. Ja, dafür habe ich nicht genug Stickies. Dann sammle ich einfach Stickies unterwegs, Mann. Oh. Ja, unterwegs sammeln, das ist ein gutes Stichwort. Ich brauche Steine, ich brauche eigentlich so viel. Ja. Hast du Brass bei dir? Scrap Brass? Ja. Dann gebe ich dir mal das hier. Ich habe nämlich gar keinen Platz. Du hast doch wahrscheinlich Scrap Metal, ne? Also Scrap Iron. Ja. Gut, dann habe ich wenigstens zwei Plätze frei. Wie war das denn mit dem Yucca-Saft? Brauchte man dafür? Ach, das haben sie ja auch alles anders gemacht. Die haben vieles geändert, ja, das stimmt schon. Yucca. Yucca Juice. Dreimal Yucca, ein leeres Glas. Das ist viermal Yucca. Das ist ja schon mal sehr einfach. Da hätten wir was zu trinken, was gleichzeitig ein bisschen was zu essen auffüllt. Hallo, Vera sammle ich auch direkt unterwegs ein bisschen auf. Weil ich glaube, ich sollte gleich mal das Verband nehmen. Ich höre einen Bären. Ja, den habe ich auch gehört. Ich bekomme auch gerade ein bisschen Panik. Und ein Airdrop. Dabei ich habe einen Error bekommen, aber keine Ahnung warum, weshalb. Der Airdrop ist quasi im zerstörten, in der zerstörten Stadt und da will ich jetzt nicht nochmal hinrennen. Auf gar keinen Fall. Also sollten wir jetzt erstmal auf den Airdrop pfeifen. Ich sammle jetzt gerade. Ich höre den Bären doch. Da hinten ist der Bär. Ich kann ihn jetzt mal euch gerne mal zeigen. Da hinten sehen wir den Bären. Näher gehe ich nicht dran, weil sonst rennt er auf mich zu. Denn so ein Bär ist schon ziemlich stark. Steht da hinten an dem. An dem stehen. Da läuft er. Und er läuft langsam in unsere Richtung. Bären greifen noch übrigens Zombies an. Aber wie gesagt, wir sollten aufpassen. Denn so ein Bär ist verdammt stark und da haben wir jetzt gerade keine Geduld und Nerven für. Da haben wir jetzt andere Probleme. Das ist absolut wahr. Also den zu besiegen, da bräuchten wir deutlich mehr Pfeile und auch andere Sachen. So, ich habe jetzt zweimal Yucca Juice hergestellt. Okay. Na, es füllt gar kein Essen mehr auf, glaube ich. Ich schau mal eben nach. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die haben das aufgenommen, dass das Essen auffüllt. Ja. Da haben wir ein paar Steine ein. Aber zu trinken. Hast du noch trinken oder brauchst du Yucca? Ich hab noch dreimal Wasser. Gut, dann behalte ich das erstmal. Wenn wir jetzt dieser Straße hier folgen, kommen wir weiter nach rechts. Ich hoffe ja, dass wir dadurch mal in ein anderes Biom kommen. Weil hier das in der Wüste. Ich auch mal. Ja, weil in der Wüste zu bauen ist ein bisschen schwierig. Sehr schwierig, ja. Hier führt wieder ein Trampelpfad lang. Problem ist, gut, dadurch würden wir jetzt wieder zu einem Point of Interest hinkommen, aber wir brauchen jetzt momentan jetzt nicht unbedingt irgendwie nochmal so ein Haus oder sowas. Also ein Haus wäre an für sich schon mal nicht schlecht, dann könnten wir dort leben, aber das ist glaube ich eh nur ein Zeltlager, was dort ist. Ja, da ist ein Zeltlager. Da hinten sehe ich wieder einen Wasserturm. Ja.
ein Zelt da bringt uns jetzt nichts. Und sagen, Nee. Hirsch. Ja, ich habe gar keinen Platz, um den zu töten. Können Sie ja mal versuchen. Bisschen Platz konnte ich schaffen. Wenn wir Glück haben, wird er. Oh, wo ist er denn? Mist. Die Chance, herzukommen, wirklich. Nee, solltest du vergessen. Da kannst du dich jetzt dumm und dämlich. Dadurch, dass wir bei sind, da kannst du sowieso vergessen. Was? Kaninchen ist nicht gestorben. Doch, jetzt ist es tot. Wenigstens etwas Fleisch. Ja. Oh, dreimal hat Kaninchen sogar was dabei. Das ist nett. Eine Feder, boah, sind die großzügig. Das ist doch mal mega großzügig. Eine Feder war da nur drin. Wow, meine Wellen ist gestiegen auf 100. Wahnsinn. Und das, obwohl ich Biohazard bin und Hunger habe ohne Ende. Aber ich glaube, man kann doch, so ist es doch, so war es zumindest früher, wenn du Kaktus kaputt, wenn man nicht in den Rhein rennt, sondern ihn nur kaputt schlägt, kriegt man doch Yucca Fruit und die kann man doch essen. Ja, die kann man essen. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz praktisch. So verhungern wir nicht und verdursten wir nicht, solange wir leere Gläser und Kakteen haben. Aber hier sind so allmählich Bäume, sehe ich hier. Also kommen wir schon so langsam in Richtung Graslandbiom. One-Hit-Wunder. Ich hoffe ja echt, dass wir Bäume so noch langsam selten ist. ins Grasland kommen. Ja, wäre also mal langsam Zeit. Ich würde mal sagen, den dicken lassen wir einfach mal rechts liegen. Ich glaube aber, wir müssen auch da rechts lang. Weil da sieht es Ja, mir da eher nach hinten sieht es Grasland nach aus. einem. Die Welt baut sich so allmählich auf. Ich finde auch, man kann nicht mehr so weit gucken wie vorher. Aber es ist Ja, immer noch das. okay von der Reichweite. Da ist ein Kanickel. Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist es tot. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr zu essen. Was haben wir denn hier? Auch noch was zu essen und ein Wooden Club. Aber der macht wirklich fast gar keinen Schaden. Der ist aber orange. Echt? Jo, was hast du für einen? Grau. Und dann komm mal her. Ich habe sowieso gar keinen Platz, um die Sachen hier zu nehmen. Ach du Schande, hier sind ja richtig viele Zombies jetzt hier. Aber der ist ja fast kaputt. Ja, kannst du die Spitzsticks reparieren? Oder Weiß geht ich das nicht, ich nicht? gucke jetzt gleich mal. Pass auf, vor dir ist direkt ein Zombie. Muss es gerade reparieren, deswegen konnte ich mich nicht konzentrieren. Reparieren dauert manchmal auch Ewigkeiten. Aber direkt weiter. Ja. Ja, das sieht so aus, als wenn wir da in ein gutes Gebiet reinkommen. Och, das freut mich wirklich sehr, endlich hier aus dieser blöden Wüste weg. Ich meine, die Wüste zu looten, wenn wir mal eine Loot-Tour machen, gut und schön, aber hier zu wohnen oder, nee, das muss echt nicht sein. Auch keinen Platz schaffen oder so, ne? Nee. Geht echt nix. Platzmäßig sieht es bei mir auch sehr duster aus. Lass mal die Nägel hier, weil Nägel sind nicht so. Braucht man nicht wirklich. Also, selbst wie die Nagelpistole nicht. Den Landclaim-Block werfe ich mal hier rein, den brauchen wir nicht. Das hier ist Grasland und da oben fängt das Grüne so langsam an.
Aber ich sehe auch so gerade, dass wir wieder am Ende einer Folge sind und wir werden einen kleinen fiesen Cliffhanger einbauen, habe ich mir überlegt. Was wir am Ende des Hügels dort oben sehen werden, das und mehr seht ihr erst in der nächsten Folge und die kommt dann auch schon für euch übermorgen. Und wenn euch diese Folge bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und bis dahin, tschüss. Ja.